Hey Leute, ich bin's Conny und heute reden wir mal über das neue Pet Simulator 99 Update. Ich wollte schon Pet Simulator X sagen, ist noch so eine Gewohnheit. Denn da gibt es einige Sachen über das neue Update, die ihr vielleicht noch nicht wisst, vielleicht doch, das werden wir ja dann sehen. Denn viele von euch haben mich in den letzten Livestreams auch mal gefragt, warum kommt heute kein Update, wann kommt das nächste Update? Ich kann euch sagen, das nächste Update kommt am nächsten Samstag. Das wurde auch schon angekündigt, wie ihr hier in dem Tweet von Big Game sehen könnt. Update releases in one week, das haben sie am letzten Samstag, am 13. Januar gepostet. Das heißt, am nächsten Samstag, dem 20. Januar, kommt das nächste Update. Ich finde es cool, dass man mit dem Hoverboard inzwischen so hovern kann. Und in dem Update wird es eine Menge neuen Content geben, weil Big Games hat ja angekündigt, dass sie nicht mehr wöchentliche Updates machen, sondern nur noch dann Updates, wenn sie fertig sind und wenn sie guten und vor allem auch viel Content bieten. Jetzt, wo ich das Video hier aufnehme, gibt es schon einige Leaks, die Big Games selbst gepostet hat. Das heißt, die sind komplett bestätigt und es wird wahrscheinlich noch weitere geben, weil wir haben ja noch ein paar Tage bis zum Update. Aber fangen wir erstmal mit dem ersten Leak an, den Big Games gepostet hat. Und das wäre dieser Tweet hier. What do you think these do? Und da sehen wir schon einige Items, die ganz interessant aussehen. Einmal hier so ein Amethyst, dann würde ich sagen ein Amethyst-Schlüssel. Dann haben wir einen Voucher, wo dasselbe Icon drauf ist, was man auch aus der Daycare kennt. Das hat Jacob Hesbier hier auch richtig erkannt und hat hier einen Screenshot vom Daycare Game Pass rausgeholt, was ja eindeutig genau dasselbe Icon ist, wie auch hier auf diesen Vouchers drauf. Das bedeutet, wahrscheinlich wird es möglich sein, mit den Dingern hier neue Daycare-Slots zu bekommen und damit dann in der Daycare auch ordentlich Sachen zu bekommen, ohne den Game Pass kaufen zu müssen. Finde ich ganz nice. Dann haben wir hier noch so eine Kiste. Ich gehe davon aus, damit spawnt man einfach nur eine Mini-Chest. Simple. Dieser Eimer mit violetter Farbe. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, aber ihr seht, er ist auf jeden Fall ein Mythical-Item. Ich vermute, vielleicht kann man damit die Items in der Area, in der man ist, also die Drops, violett färben, dass die dann mehr bringen? Könnte vielleicht sein. Schreibt mal eure Vermutung in die Kommentare, bin ich sehr gespannt. Die nächsten Items sind dann aber auch ziemlich eindeutig. Und zwar einmal hier ein Gift mit ganz vielen Enchants und einmal ein Gift mit Flaggen und einmal ein Gift mit Tränken und einmal ein Gift mit Spielzeugen. Und das sind wahrscheinlich Gifts, die man droppen kann. Wenn man die öffnet, dann kriegt man wahrscheinlich ein random Buch, eine random Flagge, einen random Trank oder ein random Spielzeug daraus. Wie man die bekommen wird, weiß ich nicht. Vielleicht sind die normale Drops, vielleicht kriegt man die aber auch aus Lucky Blöcken, weil hier sehen wir ein Lucky Block Item und vielleicht ist es damit auch für Free-to-Play-Spieler möglich, einen Lucky Block zu spawnen, weil aktuell braucht man ja dafür ein Lucky Block Buch, welches Robux kostet. Bei der Pinata denke ich auch, die würde dann eine Pinata spawnen, wo dann wahrscheinlich eine höhere Chance auf Drops drin ist. Vielleicht sind dann in den Drops auch solche Items hier drin, wie diese Geschenk-Dinger da. Wie man die Items bekommen kann, weiß ich nicht, aber wir sehen halt, die sind blau, das heißt, die werden nicht ganz so selten sein. Dieses Gift hier, keine Ahnung, schreibt es auch in die Kommentare, was ihr denkt, und hier haben wir noch einen leeren Eimer. Vielleicht ist der leere Eimer der Eimer, wenn man ihn genutzt hat und man muss ihn auch wieder auffüllen. Ich habe keine Ahnung. Das sind alle Vermutungen, die ich so habe. Es gibt aber natürlich noch Vermutungen von anderen Usern. Einerseits hat HyperRNG geschrieben, Purple Key definitely opens the Area 58 Castle. Und das ist dieses Schloss hier, wo ja auch steht, kommt bald, wenn man da hingeht. Bisher kann man nicht reingehen. Aber ich persönlich sehe keinen wirklichen Hinweis darauf, dass ein violetter Schlüssel hier was machen sollte. Weil das Schloss ist blau. Abgesehen davon gehört das Schloss ja zum eigenen Clan. Ich glaube, mit dem Schloss werden wir im nächsten Update noch nichts machen können. Denn das hier wird wahrscheinlich Content für ein größeres Clan-Update in der Zukunft sein. Wo man dann halt irgendwas mit seinem Clan machen kann. Keine Ahnung. Und wo wir schon beim Clan sind. Wenn ihr sehr, sehr aktive Pet Simulator 99 Spieler seid, die den ganzen Tag farmen und auch schon den ein oder anderen Robux in das Spiel gesteckt habt, dann seid ihr vielleicht geeignet für unseren Club-Based Clan in Pet Simulator 99. Wir wollen nämlich der beste deutsche Clan werden und sind es leider noch nicht. Aber immerhin sind wir schon in den Top 3. Wir wollen die Besten der Besten, deswegen macht euch nichts draus, wenn ihr nicht geeignet seid für den Clan. Weil man kann halt nur 50 Leute in seinem Clan haben und da müssen wir wirklich die besten deutschen Spieler reinbekommen, wenn wir der beste deutsche Clan werden wollen. Aktuell sind wir beim Clankrieg nicht so gut dabei. Wir haben 48 Sterne, während der Top-Clan einfach 253 Sterne hat. Das heißt, das wird wahrscheinlich diesen Clankrieg nichts. Aber vielleicht der nächste Clankrieg, wir werden sehen. Gerade sind wir auf Platz 68 und das ist so traurig, weil wir waren mal in den Top 40. Aber wenn ihr denkt, ihr könnt bei den Clankriegen auch vielleicht bei den zukünftigen Clankriegen was reißen, kommt auf meinen Discord-Server, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr euch in den Tickets dann bewerben für den Clan. Aktuell ist es natürlich wichtig, dass ihr den Huge Hunter Game Pass habt, weil man für den Clankrieg Huge Hunter braucht. Aber wer weiß, für einen folgenden Clankrieg braucht man vielleicht irgendwas anderes. Wir können natürlich nur die aktivsten
Pet Simulator 99 Spiele aufnehmen. Aber zurück zu dem Purple Key. Ich glaube nicht, dass der Purple Key für dieses Schloss hier ist. Eine weitere Vermutung hat RGL Leaks gepostet auf Twitter. Er hat geschrieben, I know what the key does, lol. Und postet da dann das Tor, das man ganz vorne am Spawn hat. Ich teleportiere mich mal zum Spawn wieder zurück. Und da oben haben wir eine Tür. Und die Tür sieht ziemlich blumig aus und gelb. Und gelb ist eigentlich das Gegenteil von Violett. Das ist für mich persönlich schon wieder das nächste Indiz dafür, dass das nicht die richtige Tür für den Purple Key ist. Ich glaube, dass wenn wir die 100 Areas hier erreicht haben, dass diese Tür uns in die nächste Welt befördern wird. So wie in Pet Simulator X auch die Fantasy World kam, wird hier dann wahrscheinlich die Blumenwelt kommen. Vielleicht heißt sie dann auch Fantasy Welt, wer weiß. Aber ich denke, die schaltet man mit dem letzten und dem vierten Rebirth frei, weil damit kommen wir schon zu dem nächsten Leak, und zwar Rebirth Nummer 3. Es wird den nächsten Rebirth geben, und dass es den geben wird im nächsten Update, das war von vornherein klar. Das haben sie ja schon, bevor das letzte Update kam, angekündigt, dass im folgenden Update der Rebirth kommen wird. Hier sehen wir den Rebirth auch schon. Direkt in der nächsten Area gibt es einen Rebirth, der da auch schon so ein bisschen rüberguckt über die nächste Area. Jetzt, wo ich das aufnehme, hier am Montag sind noch 5 Tage Zeit. Wenn ihr das seht, sind vielleicht noch 3 Tage oder weniger Zeit bis zum nächsten Update. Also da steht schon, wann das nächste Update kommt. Und dass der nächste Rebirth kommen wird, war auch klar, weil wir sind, wie ihr seht, gerade in Area 74. Und wo haben wir überall Rebirths? Wir haben Rebirths in Area 25, ein Rebirth in Area 50 und dann ist der nächste Rebirth natürlich in Area 75. Das haben wir schon lange gewusst. Area 75 gibt es den dritten Rebirth. Mit dem dritten Rebirth werdet ihr natürlich all eure Coins verlieren, werdet all eure Areas verlieren, werdet eine Menge Belohnungen bekommen. Vielleicht kriegen wir auch ein paar von den Belohnungen, die ihr in den Leak am Anfang gesehen habt. Wer weiß? Wir werden bestimmt irgendwas freischalten und ich vermute mal, es wird der Purple Key sein. Mein Tipp an euch ist, wenn ihr im nächsten Update schnell fertig sein wollt, dann spielt nicht direkt, nachdem ihr die nächste Area freigeschaltet habt, in den Rebirth rein, sondern spielt ein bisschen weiter. Wenn eure Pets gut genug sind, um ein paar Areas mehr freizuschalten, macht das. Dann hatcht ein paar Eggs aus den neuen Areas, damit ihr nochmal einen besseren Vorteil habt, um nach dem Rebirth euch direkt wieder hoch in Area 75 zu farmen, weil das wird eine Weile dauern. Ich weiß aus Erfahrung, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, wie lange es dauert, nach einem Rebirth alles wieder freizuspielen. Und das geht natürlich am besten, wenn ihr ziemlich gute Pets habt. Das heißt, holt euch schon mal die Pets aus Area 80, wenn es möglich ist. Wenn es natürlich nicht mehr vorangeht, weil ihr den Rebirth braucht, dann müsst ihr das natürlich machen. Wer weiß, vielleicht muss man auch den Rebirth dieses Mal machen, weil er direkt in der nächsten Area ist. Aber meine Vermutung ist es, dass man mit dem nächsten Rebirth wahrscheinlich den Purple Key bekommt und mit dem Purple Key schaltet man vielleicht irgendwas frei, was in den kommenden Areas ist. Ich weiß es aber nicht. Schreibt mir eure Vermutung auch gerne in die Kommentare. Wenn ich noch eine Vermutung äußern dürfte, der Purple Key ist Violett, der Amethyst ist Violett und Dark Matter Pets sind Violett. Nur eine Vermutung, die ich in den Raum werfe, nichts ist bestätigt, vielleicht kommt was. Ich denke aber ehrlich gesagt auch noch nicht, dass Dark Matter Pets kommen. Ein weiterer kleiner Leak ist das Page System, welches Inventar-Lag reduzieren soll, weil wir wissen ja, Inventar-Lag gibt es eigentlich nicht so sehr in Pet Simulator 99, weil alle Pets, die man hat, werden einfach gestapelt. Anstatt dass hier jetzt 500.000 Eulen zu sehen sind, steht da einfach nur eine Eule und mal 500.000. Aber es gibt ein paar Pets, die sind einzigartig und werden nicht gestackt, sondern einzeln angezeigt, wie zum Beispiel Huge Pets. Und wenn man zu viele Huge Pets hat, dann kann das Inventar trotzdem laggen. Und damit das nicht mehr passiert, wird es ein Seitensystem geben, wo man dann unten durchklicken kann, damit nicht immer alle Huge Pets gleichzeitig geladen werden müssen. Ein kleines Quality of Life Feature für die superreichen Spieler, zu denen ich leider noch nicht ganz gehöre. Aber hier mal mein Appell an Big Games, ihr werdet das Video garantiert nicht sehen, aber wenn ihr schon so ein Seitending hinzufügt, dann macht bitte auch Seiten beim Teleporter, weil ich habe keinen Bock hier immer zu scrollen. Dieses Scrollen ist anstrengend und dann den richtigen Bereich finden. Alles ist grün, ich finde nicht die richtige Area. Bitte macht hier auch ein Seitensystem oder macht es ein bisschen kleiner auf dem PC, auf dem Handy braucht man es wahrscheinlich so groß. Oder macht hier einfach so kleine farbige Abstufungen, dass man sagt, die ersten zwei Reihen haben einen grünen Background, die nächsten haben einen blauen Background, einfach damit es ein bisschen unterscheidbarer ist und man sich besser zurechtfindet, wenn man hier durchscrollt. Teleportieren finde ich anstrengend. Aber jetzt kommen wir noch zum letzten Leak und das ist dieser Tweet von Big Games. Und diesen Tweet finde ich super geil, weil Lucky Blöcke kommen. Und die Lucky Blöcke kommen nicht so wie in Pet Simulator X als irgendein Event, das kurz da ist. Was mich eigentlich auch gefreut hätte, weil ich fand die Lucky Block Events immer ziemlich cool. Sie kommen als Area, weil ihr seht hier auf dem Bild, das ist ein Bereich, eine Area, bei der man in eine Tür reingehen kann. So wie man es halt schon aus vielen anderen Bereichen kennt. Ich gehe hier einmal durch. Blub, blub, blub. Und dann sehen wir, hier hinten ist eine Area, wo man in so eine Tür reingehen kann. Und da ist Cartwright into Preston. Und dann werden wir halt in irgendeiner Area Lucky Blöcke bekommen. Da ich nicht wissen kann, in welcher Area, dann tippe ich einfach mal auf Area
78. Ich weiß nicht warum, ich tippe auf Area 78. Schreibt auch mal in die Kommentare, was ihr denkt, in welcher Area es kommen wird. Wer es richtig rät, der hat es richtig geraten. An alle, die ein bisschen neuer in Pet Simulator sind und nicht wissen, was das Lucky Block Event ist, die erkläre ich es mal. Im zweiten Screenshot seht ihr hier, man hat eine Area mit ganz vielen Lucky Blöcken, gelbe, blaue und pinke Lucky Blöcke. Und man kann diese Lucky Blöcke dann einfach mit seinen Pets abbauen. Wenn man sie abbaut, bekommt man wahrscheinlich Coins. Aber vor allem geht dieses Board da oben hoch. Auf dem Board steht 0 von 5000. Und wenn man 5000 Punkte bekommt, dann gibt es Rare Item Drops. Also man kann seltene Items bekommen. Ihr seht, die gelben Blöcke bringen 10 Punkte, die blauen 25, die pinken 100. Und dann gibt es noch einen seltenen Rainbow-Block, der bringt 5000 Punkte. Und das ist ziemlich cool, weil man muss ja nur einen Rainbow-Block abbauen und dann hat man das Lucky-Block-Goal erreicht. In den Lucky-Block-Events in Pet Simulator X war es anders. Da musste man davon, glaube ich, so 5 Stück abbauen. Aber die haben sich schon sehr gelohnt. Beim Lucky-Block-Event ist es halt auch so eine Sache, da lohnt es sich auf öffentlichen Servern zu spielen und nicht auf Privatservern, weil je mehr Leute an den Lucky-Blocken mithelfen, desto schneller ist das Goal erreicht und desto schneller bekommt man seine Belohnung. Ich bin... das war laut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Lucky Block Minigame dann aussehen wird am Ende. Aber das wären dann auch schon alle Leaks, die ich jetzt am Montag zur Verfügung stehen habe. Wenn ihr noch weitere Leaks sehen wollt, dann guckt gerne bei Big Games auf Twitter vorbei. Mir könnt ihr natürlich auch auf Twitter folgen. Da posten nämlich all ihre Leaks. Und ich kann leider nicht täglich Videos dazu machen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr trotzdem gerne ein Like da lassen. Ihr könnt auch auf das Video klicken, das euch hier jetzt eingeblendet wird. Bis dann und... ciao!